Mit Horsten Rubanzee hat jetzt auch der SPD-Stadtverband seinen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl benannt. Während einer Pressekonferenz stellte Rubanzee schon mal Teile seines Programms vor. Wesentlicher Punkt dabei die Familienregion Hoyerswerda, in deren Gestaltung alle Bürger der Stadt sowie die Umlandgemeinden einbezogen werden sollen. Eines der Schlüsselprojekte zur Gewinnung junger Menschen für die Stadt sei der Seenland-Campus der TU Dresden am Scheibesee, so der Kandidat. Mit Thorsten Rubanzee setzen die Sozialdemokraten auf einen erfahrenen Mann, der als Chef der AWO in Hoyerswerda kein Unbekannter ist. Bevor er in die Chefetage des Sozialverbandes wechselte, war er als Leiter des Hoyerswerda Globusmarktes tätig und auch auf sportlichem Gebiet aktiv als Chef des Lausitzer Handballvereins bzw. aktuell beim SC Hoyerswerda. Entsprechend auch seine Begründung zur Kandidatur. Mich motiviert vor allem die Sache, das, was ich hier begonnen habe bei der AWO, das Mitwirken, das Bewirken für die Region, dieses weiterzuführen, auch in Mitwirkung als Oberbürgermeister zukünftig für die gesamte Region, der Region Danke zu sagen, was es mir bisher gegeben hat, den Bürgern dies zurückgeben zu können und mit den Bürgern meine, unsere Region zu gestalten. Auch werde er im Falle seiner Wahl das Amt nicht als SPD-Parteimitglied ausüben. Wie bei den Amtsvorgängern Ahren und Bremig soll das Parteibuch in der Schublade bleiben. Vor der Nominierung von Rubanzee war zunächst Stadtratsmitglied Katharina Korch als SPD-Kandidatin vorgeschlagen worden. Allerdings, so ihre Antwort auf eine diesbezügliche Frage, habe sie aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichtet. Rubanzee muss sich nun im anstehenden Wahlkampf mit voraussichtlich 4 weiteren Bewerbern auseinandersetzen. Die Wahl zum Oberbürgermeister der Zuse-Stadt findet am 6. September statt.